Hello there. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, heute das Wetter ausnutzen. Wir fahren heute auf die Rossfeld-Panoramastraße. Die ein oder anderen wissen ja, wo wir wohnen und kennen vielleicht auch die Rossfeldstraße. Also unter den Bikern ist die Straße eh sehr bekannt. Ja, ich will heute mit der Drohne ein bisschen fliegen und dann einfach mal schauen, was der Tag noch so bringt. Wir haben jetzt Anfang September und ja, die Tage werden kürzer. Ich will schauen, dass ich noch einen Sonnenuntergang drauf kriege. Ja, einfach mal gucken. Aber den Rest der Strecke, den kennt ihr eh, den erspare ich euch. So, jetzt sind wir gleich schon an der Mautstelle. Ja, das ist jetzt die Mautstelle Nord, wenn mich nicht alles täuscht. Ach ne, Süd. So, noch mal gucken, was kostet die Gaudi Bike? 4 Euro? Jo. Geh rein. Und natürlich wieder Münzgeld, aber eh klar. Auf dieser Strecke werden jedes Jahr im September, glaube ich, werden die historischen Rossfeldrennen gemacht. Ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. Sind auch so Prominente da wie Walter Röhrl. Den müsste man ja kennen. Jo, Kollege. Es war mir jetzt wieder klar, dass der damit mit 50 rauffahren muss. Eh klar. Also ich muss eins sagen, wenn ihr bei uns in der Gegend seid, fahrt unbedingt darauf. Ob mit Auto oder mit Bike, es ist scheißegal. Es ist immer ein Besuch wert. Gut, im Sommer sind wirklich viele Touristen da, ja. Aber gegen Abend, die Abendsonne genießen, richtig, richtig geil. Mitten in den Bergen. Man kann sich hier oben auch eine Almhütte mieten, was ich weiß. Gut, die Kosten natürlich weiß ich jetzt dazu nicht, aber schaut euch mal dieses Massiv an. Geil. Einfach nur geil.
die Sonne, geil. Schaut euch mal diesen grandiosen Ausblick an. Schaut euch mal diese beeindruckende Aussicht an. Total geil. Das alles ist Österreich. Einfach nur grandios. Es ist einfach total geil. Meine Freunde, genau deswegen macht Mopedfahren so viel Spaß. Einfach die Freiheit und man kann einfach auch solche Sachen genießen. Hammer.
Ja, und somit würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch unsere Videos gefallen, lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, Servus!